Etwas sagen willst? Rufst du in einem stillen Moment? Mic check! Um dir Gehör zu verschaffen. Wenn ich etwas wiederhole. Teile ich nicht. Zwingend die Meinung. Dessen oder derer. Die gesprochen haben. Ich zeige nur meinen Respekt. Wenn wir Fragen aneinander haben. Vorstellungen austauschen. Können wir Vorschläge abstimmen? Dieses Zeichen bedeutet Zustimmung. Dieses Zeichen bedeutet Ablehnung. Wird etwas vorgeschlagen, mit dem ich mich überhaupt nicht einverstanden erkläre. Kreuze ich die Arme. Das ist ein Veto. Das heißt, Das gefällt mir nicht. Wenn das hier Mehrheitsmeinung ist, Geh ich weg. Das heißt, Wir versuchen immer alle. Wir sollten versuchen, alle mit einzubinden. Letztes Zeichen. Etwas wiederholt. Zeigen wir so. Das heißt nicht. Halt die Klappe. Das heißt danke. Ich habe es verstanden. Okay, das mit der zweiten Welle. Ist gerade schwierig. Wir versuchen langsamer zu sprechen. Mit Pausen. So. Wir können zum Test. In mehreren Wellen. Zuerst Mic-Check. Und dann Occupy Berlin. Rufen. Die viel größere Angst um ihren Arbeitsplatz haben müssen als ich in meiner Jugend. Die einer bedrohteren Zukunft entgegensehen als ich in meiner Jugend. Dass sie sich davon nicht abhalten lassen, gerade aufzustehen. Und ich möchte denen unter uns danken, die nicht in Deutschland geboren sind und deren Eltern nicht in Deutschland geboren sind. 170 Nationalitäten leben in dieser Stadt. Und ich habe das Gefühl, bei dieser Bewegung sind die Menschen, die im Alltag besonders diskriminiert werden, besonders stark und besonders mutig vertreten.